Ja, liebe Leute, ich bin's wieder, der Tuffi, hier heute mal mit wieder einem Außeneinsatz. Hier schön draußen auf der Terrasse, es ist Sonntag. Hört ihr das? Ja, es sind die Kirchenglocken hier. Sonntagmorgens ist es, was für Uhr ist es? 10 Uhr? 11 Uhr. Aha, 11 Uhr klingelt hier die Glocke. 11 Uhr und ich muss natürlich sagen, es ist heute immer noch schönes Wetter, blauer Himmel, ja. Sonne ist noch nicht so weit rum. Ich sitze hier noch im Schatten, ist noch nicht so ganz so heiß. Und es fahren heute auch nicht ganz so viele Autos, weil es halt Sonntagmorgens, ja. Aber ich denke, man hört das trotzdem, dass man die Autos doch deutlich hört. Und auch das Rauschen hier von den Bäumen und vielleicht auch den Wind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe hier mal zum Vergleich einen kleinen Referenz-Dulli hier mit aufgestellt, ja, so ein Kameradulli, der hier normalerweise mein Mikrofon hat, wenn ich hier auf eine Tasse aufnehme. Das kennt ihr ja schon von mir, ja. Das habe ich hier auch mal hingestellt, damit man mal vielleicht mal einen Vergleich machen kann dazwischen noch. Gut, was halte ich heute in meinen Händen? Ich halte hier einen NT1A von Rode in der Hand, ganz komisch hier, ohne Spinne, ohne irgendwas davor. Ich hoffe nicht, dass das zu laut poppt. Ich halte das bewusst mal 30 cm weg, ja, dass es eben nicht so schnell poppt, weil diese Mikrofone sind viel sensibler. Also was seine Handhabung angeht, was nicht so was so Griffgeräusche ist. Ich habe das ja bei dem anderen jetzt gestern aufgenommen. Wenn ich das so in der Hand so ein bisschen bewege, dann hört man das sofort extrem laut. So, ich habe auch keine Ahnung, was jetzt mit den Windgeräuschen ist. Hier ist jetzt ein bisschen Wind, das jetzt laut knistert und rauscht. Weil normalerweise ist das ja im Studio und nicht hier draußen, ja. Ich kann das jetzt auch mal so machen, dass ich das Mikrofon von anderen Seiten bespreche. Ich rotiere das mal in meiner Hand. Jetzt sehe ich die Rückseite. Das müsste sich jetzt auch anders anhören. Wenn ich es wieder zurückdrehe, jetzt habe ich einen Knoten im Kabel gleich, dann ist es wieder normal. Ja, Autos hört man. Störgeräusche wird man auch hören. Den Wind hört man auch. Das Rauschen der Blätter. Denke ich, wird man auch hören. Und das ist halt dann der erste Punkt, den man sich doch deutlich überlegen muss. Welches Mikrofon für welchen Einsatz? Das ist eine entscheidende Frage, die ihr euch stellen müsst. Was will ich damit aufnehmen? So ein Mikrofon, was ich hier in der Hand habe, ist nicht dafür geeignet, um es draußen zu benutzen. Wenn da ein bisschen Wind ist, habe ich nur Knistern und Rauschen hier mit drin. Das heißt, das muss ein Zwelch haben oder so ein Fell oder so ein Mikrofon, so ein Windschutz, ja, so ein, sagen wir mal, so eine tote Katze, ja, so ein Dead Cat, so ein Dead Weasel. Oh, jetzt muss ich vielleicht sogar meine Hand hier mal vorhalten, dass es nicht so laut prasselt hier drin. Ich habe keine Ahnung, ob es ist. Ich muss das gleich auf der Aufnahme hören. Ja, deshalb, wenn ihr eine Situation habt, wie ich in meinem Studio, jetzt will das jetzt wieder nicht, darf das jetzt nicht falsch verstehen, sondern das ist einfach so. Wenn ihr eine Situation habt von euren Aufnahmen her, die akustisch perfekt sind oder ist. Ja? Das heißt wie bei mir, es gibt keine Hintergrundgeräusche. Keine Hintergrundgeräusche durch Leute, die neben mir wohnen oder über oder unter mir wohnen. Wie gesagt, ich bin in einem schallisolierten Raum, ja, im Keller. Ich habe keine Nachbarn, ich habe keine Störgeräusche durch Autos, ich habe keine Kinder, spielende Mitbewohner etc. pp. Ich habe niemanden, der bei mir über den Flur läuft. Ich habe niemanden, der nebenan wohnt. Ich habe niemanden, der bei mir vor der Haustür eine Bushaltestelle ist, die immer herfährt. Das hört man da alles nicht. Ich habe einen Raum, der stark bedämpft ist, der eine definierte Nachhallzeit hat. Und diese ganzen Aufgaben sind positiv für so ein Gerät hier gemacht. Je leiser das da drin ist, umso bessere Aufnahmen kann ich mit einem Mikrofon machen, wenn das so ein sensibles ist. Ich habe auch keinen Computer, den man mehr hört, weil alle Schallquellen des Computers ja in meinem Aufnahmeraum stehen, ja, also das heißt, ich habe das ja getrennt, ist ja alles wassergekühlt, es gibt keine Lüfter in meinem Studio, ist alles ruhig, nur die Wasserpumpe, die hört man und die ist irgendwie 18 dB laut, also die hört man auch nicht. Ja, ist etwas mehr Wind heute, aber dafür hört man halt viel mehr Hintergrundgeräusche wahrscheinlich auf den Aufnahmen. Und für solche Zwecke ist so ein Kondensatormikrofon dann nicht geeignet.
Es ist zu empfindlich. Es nimmt viel zu viel leise Schallanteile auf. Da würde ich euch viel, viel eher zu so einem dynamischen Mikrofon raten. Das, was ich gestern aufgenommen habe. Das gibt es auch, ich habe das ja gestern schon genannt, das gibt es ja auch als USB-Lösung. Und dann heißt das zum Beispiel Podcaster. Dann ist das ein dynamisches USB-Mikrofon. Und das heißt dann NT-USB, was ich gestern erzählt hatte, was die gleiche Kapsel drin hat wie das hier. Oh, das darf ich nicht davor klopfen, sonst ist das zu laut. Ja, also ihr müsst halt ganz stark überlegen, was will ich aufnehmen, wie will ich aufnehmen, wie leise ist mein Raum, wie laut ist mein Computer und welches andere Equipment benutze ich da, um rauschfrei aufzunehmen. Weil ich weiß nicht, ob ich das bei diesem Video hier machen soll, aber ich kann gerne in so einem Video mal versuchen, jetzt alle Hintergrundgeräusche rauszufiltern und ihr beurteilt dann einfach mal, wie meine Stimme sich dann anhört. Das klingt sehr, sehr merkwürdig, ja, weil im Rauschen liegt doch sehr viel Information. Und wenn ich die alle wegnehme, dann wird meine Stimme so, kriegt dann so ein Autotune, Share, I want, I do you believe Effekt, ja. Das hört sich halt komisch an. Ah, okay, das wollte ich eigentlich nur mal mit euch machen. Also deswegen denkt man nicht, dass sowas hier das Nonplusultra ist. Man kann viele feine Details mit einem Kondensator-Mic aufnehmen, ja. Man hat den Vorteil durch die große Membran, hat man einen recht hohen Pegel, der hinten rauskommt. Das heißt, man braucht wenig Gain, wenig Verstärkung. Durch die große Membran hat man auch den Vorteil, dass man potenziell dadurch ein größeres SNR, also einen Signal-Rauschabstand hat. Ja? Das ist halt auch besser. Dadurch haben die meistens ein geringeres Eigenrauschverhalten. Großmembranmikrofone als Kleinmembranmikrofone. Durch die große Membran habe ich aber auch wieder Nachteile. Das sind Partialschwingungen, das sind Färbungen im Klang, das sind Dellen im Frequenzgang. Das ist eben noch ein noch stärkerer Nahbesprechungseffekt, den man vielleicht gar nicht haben möchte, aber dadurch wird das alles so dumpf. Sie ist sehr sensibel, sehr empfindlich, auch gerade was Wind angeht und sowas. Das ist alles, muss man alles bedenken, ja. Und sie nehmen halt gerne Hintergrundgeräusche auf. Deshalb denkt darüber nach, ob ihr sowas braucht oder ob ihr vielleicht nicht sowas braucht. Okay, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt stelle ich mal hier mein berühmt-berüchtigtes Audio-Techniker Denon Messmikrofon hier in den Raum. Das seht ihr jetzt hier, guckt das hier raus. Und ich bin jetzt quasi gleich weit weg zwischen diesen beiden Mikrofonen und ich nehme das eine mit meiner Nikon auf, hier, wo ihr reinguckt, wo ich reingucke, zu euch. Und das andere nehme ich halt mit dem Interface auf, weil es eine Phantomspeisung jetzt braucht. Jetzt können wir einfach mal hin und her switchen zwischen dem auf der ersten Seite hier wieder links ist das NT1A und auf der rechten Seite ist das Denon bzw. Audio-Techniker Messmikrofon. Und ich bin mal ganz kurz ruhig. Hier war jetzt auch gerade mal kein Wind, das ist gut, nur ein paar Autos, die da hinten herfahren. Ihr könnt ja einfach mal gucken, wo man was mehr drauf hört, auf dem Kondensator oder auf dem Elektret-Mikrofon, was mit einer ganz kleinen Membran versehen ist. Okay, das wollte ich erstmal nur hier im Außeneinsatz weiter für euch berichten. Tuffi im Einsatz auf eine kleine Tasse, Mikrofon mit mir heute hier. Okay, ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute.